Hallo, heute ist Freitag, der 3. Juni 2022. Es ist heute der 50. Tag genau auf dem PCT, also beginnend seit dem 15. April. Ja, 3. Juni, Freitag. Bin jetzt bei Meile 765. Muss hier gerade mal ein bisschen aufpassen, weil es nach unten geht. 3. Juni, das heißt, ich bin heute den vierten Tag aus Kennedy Meadows raus, den vierten Tag in den Sierras. Also, aber man kann es schon sehen, das Umfeld hier sehr, sehr bergig. Schöne Wälder, schöne Bäume, unberührt. Also, wenn hier ein Baum mal kaputt geht, dann liegt er da. Hier darf keiner rein mit irgendwelchen motorisierten Werkzeugen oder auch geschweige denn Fahrzeuge. Alles total unberührt hier. Bin jetzt gleich in ungefähr einer Meile an dem Punkt, wo der Pacific Crest Trail den John Muir Trail sozusagen ja erreicht und ab dann synchron verläuft. Also den John Muir Trail, den läuft man, wenn man den normal läuft, von oben nach unten, also von Nord nach Süd. Und ich komme ja von Süden auf den John Muir Trail und laufe den sozusagen jetzt hoch. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Naja, Kennedy Meadows, da hatte ich mir ein bisschen Essen hingeschickt und so und ja, so ein bisschen hin und her kalkuliert, wie weit ich dann wohl komme. Kennedy Meadows liegt bei Meile 702 und mein Plan ist jetzt nach wie vor durchzuziehen bis Vermilion Valley Resort. Das liegt bei 885. Es sind also schlappe 180 Meilen. Wenn es mir gelingt, hier 20 Meilen am Tag zu machen, was ich bis jetzt hier so weit geschafft habe, dann sind das 9 Tage. Bin jetzt bei Meile 765. Mein Ziel ist irgendwie in die 70er zu kommen heute. Das ist jetzt 16:01 und schon eine Weile unterwegs. Also 770. Bestenfalls werde ich aber nicht schaffen, wahrscheinlich 775 sowas. Denn morgen wird ein harter Tag für mich, weil morgen muss ich früh aufstehen. Ja. Bei 779 ist der Forester Pass der höchste Punkt, der höchste Pass auf dem PCT. 4100 irgendwas Meter. Da oben ist Eis. Das heißt, muss da wie beim Bergsteigen halt so früh wie möglich los. Also nachts mit Stirnlampe, um dann noch morgens, also in den kalten Stunden, übers Eis zu kommen, weil es da noch von der Nacht tief gefroren ist und man da gut rüberkommt. Wenn ich bis 7:30 pennen würde und 8:30 loslaufen würde, ich zwar hochkommen wahrscheinlich, also ganz klar. Rüberkommen über den Pass würde ich auch. Wird auch runterkommen, aber mit erheblichen Strapazen. Also da sinkt man dann bei jedem Schritt knietief in den Schnee ein, weil der ja dann zum Vormittag hin und gegen Mittag dann auch schmilzt und
erst abends wieder, wenn es kälter wird, härter wird. Ja, also morgen früh aufstehen. Ja, die Essenssituation gerade, die ist etwas prekär. Also von Kennedy Meadows 9 Tage gerechnet bis zum Vermilion Valley Resort. Ich habe ungefähr Essen dabei. Wenn ich mich satt essen würde, jeden Tag, also richtig satt essen, ohne drauf zu gucken, wie viel ich noch in den nächsten Tagen brauche und ohne mir das einteilen zu müssen, also wenn ich mich satt essen würde, dann hätte ich ab Kennedy Meadows für die 180 Meilen 9 Tage, hätte ich vielleicht für 4 Tage Essen dabei gehabt. Mit einteilen und rationieren. Also heute ist der 4. Tag. 7,65. Ich habe noch, mal kurz rechne. 80. 110 Meilen. Das sind 5 Tage. Einschließlich dem Forester Pass. Der wird richtig hart. Also das wird nicht nur durch das frühe Aufstehen, sondern auch die Höhenmeter. Und vor allem die Umwelt, also die Bedingungen, das ist ja kein Wanderweg, sondern hochalpines Gelände quasi. Ja, also sind noch, wenn ich gut bin jetzt, 5 Tage. Wenn ich gut bin, sind es 5 Tage. Und ich schätze mal, würde jetzt Wetten abschließen drauf, dass mir in 4 Tagen das Essen ausgegangen ist. Das heißt also, ich habe noch für 4 Tage Essen und am 5. Tag, das ist dann aber auch der Tag, hoffentlich, wenn es 6 Tage wären, dann wird es schwierig. Also der 5. Tag soll dann aber auch der Tag sein, an dem ich dann das Vermilion Valley Resort erreiche. Klingt irgendwie ziemlich luxuriös, ist es aber gar nicht. Das ist nichts anderes als ein kleiner Mini-Ort, der sowohl auf dem PCT als auch auf dem JMT, also auf dem John Muir Trail liegt. Ich habe irgendwie in den Kommentaren in Farout, das ist diese App, die hier alle benutzen, gelesen, dass es dort auch ein Motel oder sowas geben wird. Wenn das der Fall ist und ich mir das halbwegs leisten kann, also das keine $150 die Nacht kostet, dann werde ich da ein Zero machen, wenn ich es bis dahin geschafft habe. Also das werde ich schon irgendwie schaffen, aber das wird nicht lustig jetzt die nächsten Tage mit dem Essen. Ich habe jetzt schon Hunger, ich habe noch keinen Mittag gegessen, weil ich heute, um heute mal ein bisschen zu strecken, also keinen Mittag gegessen, weil ich heute gegessen habe, kann ich ja mal aufzählen. Das war heute Morgen, also Essen kann man es nicht nennen, aber ein Tütchen Athletic Greens mit Wasser, da ist gutes Zeug drin. Ich glaube, das rettet mir hier den Arsch, da habe ich noch ein paar Tüten, da habe ich auch 6 oder 7 Tüten habe ich noch davon. Das ist richtig gut. Dann 3 Tütchen Oatmeal, also 3 kleine Tütchen Oatmeal mit so einer Kakaopulvermischung. Das war also ein richtig üppiges Frühstück, weil ich dachte, Mensch, heute wird auch nochmal ein sportlicher Tag, da kannst du wenigstens ordentlich frühstücken. Also eigentlich üppig ist es nicht, aber für die Verhältnisse hier ist es üppig. Und das war's. Also eine Tüte Athletic Greens, 3 kleine Tütchen Oatmeal mit einer Tüte Kakaopulver, da ist auch ein bisschen Eiweiß drin, 13 Gramm, um genau zu sein. Das war mein Frühstück. Dann vormittags gab es von Walmart, die haben so eine Eigenmarke, so Dattelriegel, also Datteln mit Cashewnüssen, so als Riegel. Da habe ich 2 verputzt. Mittag gab es gar nicht, sondern dafür habe ich 4 getrunken, dachte mir, dann ist der Magen auch voll. 2 Tütchen Elektrolyte reingehauen. Bin auch gut durchgekommen heute. Also habe jetzt bin jetzt bei über 24 Kilometern. Und es ist 16:08 Uhr.
denke, bis 19:30 Uhr will ich laufen, um so nah wie möglich an den Forester Pass zu kommen. Ja, dann gab es jetzt vor einer Stunde nochmal einen Riegel, so ein RX-Bar. Die sind richtig gut. Das ist meine Lieblingsriegel geworden jetzt hier. Mit einem halben Liter Wasser mit Elektrolyten. Ja, das war's, was ich bis jetzt gegessen habe. Und worauf ich mich freue, ist das Abendessen. Alter Schwede. Ja. Also da hinten, da geht's dann irgendwie hoch. Morgen. Da ist der Forester Pass. Also über die Berge wahrscheinlich. Ist die ja irgendwo da, geht's hoch. Der höchste Punkt. Also kann man ja gucken mal, wo ist hier der höchste Punkt. Der halbwegs, also ist so ein Sattel. Nicht die höchste Spitze oder so, sondern der höchste Sattel, an dem man halbwegs durchkommt. Da muss aber Schnee liegen. Da oben irgendwo an einer Stelle, an der Schnee liegt. Vielleicht kann man ihn von hier aus auch noch gar nicht sehen. Das müsste ich mal checken. Ja, genau. Worauf ich mich aber freue, ist das Abendessen. Weil da habe ich mir gesagt, heute lasse ich es nochmal krachen. Werde mir eine Knorrsuppe mit irgendwie, weiß nicht, so Spanish Rice Noodles oder so. Wow. Und dann noch, also die Knorrsuppe und das zusammen mit einer Tüte Ramennudeln. Das wird heute mein Abendessen sein. Wow. Das ist ein Anblick. Krass. Ja, das sind die Sierras. Die Sierra Nevada. Manometer. Unglaublich hier zu sein. Ist nicht irgendwie greifbar. Also ich laufe hier zwar und mir geht's gut. Mir tut nichts weh. Keine Blasen. Alles ist gut gerade. Aber ich laufe hier, habe zu tun. Und so richtig. Also ich bin zwar hier, aber ja, es ist nicht so ganz greifbar. Also das, ich glaube, das wird erst. Das werde ich erst so nach und nach verarbeiten, was ich hier alles erlebe und erlebt habe, was ich gesehen habe. Ich glaube, wenn ich wieder in Berlin bin, dann werde ich die wildesten Träume haben. Und trotz aller Strapazen wahrscheinlich dann den PCT schrecklich vermissen. Ja, also Abendessen, heute lasse ich es nochmal krachen. Weil ja morgen der Forester Pass auf dem Programm steht. Das ist nicht doll. Also der ist bei 4100 irgendwas Metern. Der Anstieg ist okay. Das sind insgesamt, ich glaube, von dem Punkt, wenn ich den erreiche, den ich im Auge habe heute, dann sind es so um die 750 Höhenmeter. Also über 2000 Fuß. Ja. Ja, so ist das. Und dann, wenn ich über den Forester Pass drüber bin, dann habe ich den höchsten Punkt des PCT jetzt hier erledigt. Oder hinter mir, das Wetter da sieht jetzt nicht so ganz so gut aus. Also ich hoffe, dass sich das ein bisschen hält. Zumindest bis ich morgen über den Pass rüber bin. Weil über den Pass rüber und schlechtes Wetter, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber auch dann kann ich nichts dagegen tun, da muss ich da einfach durch. Ja, das Ding auch, ich glaube, also wer zu Hause auf mich wartet oder das so mitverfolgt hier, wird gerade etwas bangen, weil ich habe jetzt hier über Tage kein Handyempfang, also null. Also seit Kennedy Meadows, das war der 31. Mai, bis, was wird das sein, der 8. Juni oder so, das ist der 3., ja genau, bis 8. Juni kein Handyempfang, nix. Also hier steht auch kein Sendemast natürlich, warum auch, also beziehungsweise ist verboten,
sogar. Das soll so ein, oder gibt wohl so ein, diesen National Park Act, also ein Gesetz, was zurückgeht auf eine Initiative von diesem John Muir, der damals irgendwie dem damaligen Präsidenten, der ist hier gewandert irgendwie und hat, fand die Gegend aus welchen Gründen auch immer total toll und meinte, das geht hier gar nicht, dass das hier besiedelt wird, dass hier Leute herkommen und ihre Häuser drauf bauen und alles platt machen und Bäume abholzen. Das geht hier gar nicht. Und dann hat er wohl den damaligen Präsidenten, ich weiß nicht, wer das war, Franklin D. Roosevelt oder so, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, aber hat den damaligen Präsidenten dann hierher irgendwie eingeladen oder hat dem gesagt, ja komm mal her, guck dir das mal an. Und der meinte dann auch, ja hier, boah, das ist mal ein Tor. Komplett aus Holz, also hier steht nichts, was irgendwie nicht natürlich ist. Ja, der Präsident hatte sich das dann angeguckt mit dem John Muir und meinte auch, das ist hier echt atemberaubend. Das kann man wirklich nicht einzelnen Menschen hier einfach so überlassen oder einzelnen Menschen das hier besiedeln lassen, sondern das muss für alle Menschen geschützt werden, hier die Gegend. Und dann gab es diesen National Park Act, wonach also nicht nur hier dieser National Park, ich weiß nicht, ich glaube, entweder bin ich noch im Sequoia National Park oder im Kings Canyon National Park, einem von beiden. Ich glaube im Kings Canyon, den Sequoia habe ich jetzt schon hinter mir, habe aber die Grenze jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Ja, wonach dann eben diese National Parks hier gegründet wurden und die dürfen bis zur Unendlichkeit nie bebaut werden. Hier darf kein Elon Musk oder wer auch immer herkommen und sagen, oh, das gefällt mir, das Fleckchen, kaufe ich der USA mal ab und baue mir hier ein Haus. Sondern das muss alles so unberührt, so naturbelassen bleiben, wie es jetzt ist. Und das ist echt, hier durchzulaufen ist echt, ist unbeschreiblich. Ja, das ist wirklich unbeschreiblich. Ja, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Morgen Forester Pass. Ja. Und ich hoffe, dass ich so früh wie möglich hier mal wieder Handyempfang habe, damit ich mich auch mal wieder zu Hause melden kann. Ja. Und ich hoffe, dass sich die Leute zu Hause nicht allzu große Sorgen machen. Jo. Dann. Ach ja, heute ist Freitag. Schönes Wochenende.
Hallo. Samstag, 4. Juni. Ich glaube, der 51. Tag heute hier auf dem PCT. Bin jetzt kurz vorm Forester Pass. Das Wetter hier ist so lala. Also gerade wenn man sich umguckt und dahin guckt, wo es hingeht. Also da irgendwo. Nee, Moment. Ja, da hinten ist der Forester Pass hinter mir. Nicht so gut das Wetter. Normalerweise würde man jetzt sagen, ach komm, bleiben wir auf der Hütte. Das Bier schmeckt, gibt Grasspatzen und man wartet auf gutes Wetter. Aber das kann ich mir hier nicht erlauben, weil ja, also hier zu schlafen wäre schwierig. Also kalt, richtig kalt. Das war letzte Nacht schon richtig kalt. Also ich hatte eine richtige Scheißnacht. Das war nicht gut. Ich wollte eigentlich früh aufstehen. Heute habe ich aber nicht getan. Ja, bin stattdessen liegen geblieben und bis um 6 Uhr, ja kurz nach 6 bin ich aufgestanden. Ich dachte mir, naja, wenn du über den Pass willst, dann kannst du nicht bis 8 schlafen oder halb 8. Also das sowieso nicht. Aber das war auch so kalt letzte Nacht. Richtig fies. Ja, also ich bin wahrscheinlich so schon kurz vor 9 eingepennt. Gestern Abend im Zelt, da war es noch relativ warm. Die Mücken, die haben mich gejagt. So dass ich mich dann schnell ins Zelt verzogen habe, relativ schnell eingeschlafen und dann so ab, glaube 1 Uhr irgendwas, wurde das dann richtig kalt. Ja, also meine Thermarest, diese aufblasbare Matte, die verliert langsam Luft, also wirklich langsam. Wenn ich die aufpuste, kann ich da 3-3,5 Stunden okay drauf schlafen. Und dann heißt es, mich quasi umdrehen, hochlehnen, mitten im Zelt, sodass die Matte frei ist unter mir. Und dann wieder aufpusten für die nächsten 3-3,5 Stunden. Und das macht sich dann immer so bemerkbar, dass es dann unter mir kalt wird, weil ich dann auf dem blanken Boden fast sitze. Also ich habe da noch so eine Klapp-Isomatte. Aber Isomatte ist gut, die ist mittlerweile jetzt nach fast 800 Meilen so durchgelegen. Also ja, die hat fast keinen Effekt mehr. Und der Schlafsack, ja, der hält jetzt auch schwer so warm. Also es war richtig, richtig kalt. Also ab 3 oder so konnte ich fast gar nicht mehr schlafen. Mich umgedreht, neue bequeme Schlafposition gesucht. 40 Minuten gepennt und vor Kälte aufgewacht. So ging es dann die ganze Nacht. Richtig scheiße. Ja, naja. Und jetzt bin ich hier kurz vorm Forester Pass und muss da hinten rüber. Das sind jetzt, naja, nicht mehr so allzu viele Höhenmeter. Das sieht beeindruckend aus, aber dürften jetzt noch um die 400 Höhenmeter sein. Ich bin jetzt bei 3736. Und der Forester Pass, der höchste Punkt des PCT, der liegt bei so etwa 4000. Ich laufe hier gerade an einem zugefrorenen See vorbei. Ich möchte nicht wissen, wie kalt das hier ist. Also ich werde so schnell wie möglich runter auf der anderen Seite und dann gucken, dass ich so tief komme, wie es geht, damit ich nicht wieder auf so einer Höhe schlafe. Das war gestern, weiß nicht, 3,4 oder so war das, 3400 Meter. Das war nicht schön. Ja, glücklicherweise war es das dann auch hier mit dem höchsten Punkt. Jetzt kommen noch zwei Hände voll Pässe.
nach dem Forester Pass, also zwei weitere Hände voll Pässe, die aber nicht so hoch sind. Da geht es dann hoch und runter. Also climb high, sleep low, so ungefähr. Das ist hier das Motto. Bin aber schon gut akklimatisiert. Also die Höhe hier, die kann mir nichts mehr anhaben. Wir sind ja jetzt seit Tagen schon selten unter 2500, bis nie. Also das passt. Und jetzt geht es nur noch über den Forester Pass. Aber da hinten die Wolken. Das ist echt eine unwirtliche Atmosphäre hier. Hier will man nicht lange sein. Kann man wahrscheinlich auch nicht. Ja, also ich sehe zu, dass ich da jetzt rüberkomme. Hoffentlich hat der Schlittenverleih oben noch auf. Dann kann ich runterrodeln. Dann dauert es nicht so lange. Ansonsten, ja, muss ich runterlaufen. Mal gucken. Gut, das dazu. Tschüss.
richtig Glück gehabt. Hier ist der Pass, da geht's rüber, hier hoch und dann um die Ecke. Und hier, da wo der Schnee runterkommt, das ist sonst die knifflige Stelle hier. Wenn die voll verschneit ist, dann muss man hier besonders aufpassen, weil das geht hier ziemlich ungemütlich bergab. So, bin runter vom Forester Pass, wieder auf 3,8 oder so. Hinter mir geht die Welt unter, also als Weltuntergangsstimmung zumindest. Vor mir sieht es allerdings nicht anders aus. Ziemlich raue Bedingungen heute, aber das ist machbar. Guck jetzt mal, dass ich noch ungefähr 9 Meilen oder so bis zum Kearsarge Pass heißt der, laufe und dann ist da ein Abzweig vom PCT, der irgendwann nach 8 weiteren Meilen auf eine kleine Straße führt und von dort aus kann man nach Independence, heißt der nächste Ort, Trenton. Von Independence kommt man dann nach Bishop. Das ist mein Ziel für morgen, nach Bishop zu kommen. Hoffe hier so bald wie möglich mal Empfang zu haben. Das wird wahrscheinlich vor Independence nichts oder erst wenn ich in die Nähe von Independence komme und mir dann eine Bleibe für 1 oder 2 Nächte zu organisieren. Ja. Sind rau. Also, ja. So schaut das aus. Ja, wenn es klappt mit der Unterkunft, dann werde ich in Bishop ein Zero machen und dann, ich kann nicht vertrauen für den Tag, ja, egal, übernächsten Tag dann nach 2 Übernachtungen weiterlaufen. Ja, das habe ich mir dann auch verdient. Krasse Gegend hier. Hinter mir so ein kleiner See. Also, ich werde gleich mal die Badehose rausholen. Auslegen, wenn noch Plätze frei sind. Ich kann mich ein bisschen in die Sonne legen und eine Runde schwimmen. Ja, und den Tag genießen. Okay. Wow, von da hinten komme ich. Da zieht jetzt eine richtig böse Wolkenwand auf. Aua, aua. So ein Glück, dass ich jetzt schon hier bin. Ich hoffe, ich bin schneller als die Wolken im Tal. Und dann geht's auf die Hütten. Servus. Das Wetter wird nicht besser.
Also hier ziehen richtig fette Wolken auf. Überall. Also ich bin jetzt gerade in so einem Kessel offensichtlich. Das fühlt sich ziemlich einengt an, weil von überall ziehen jetzt Wolken auf. Und ich gucke jetzt, dass ich so schnell wie möglich Meilen mache und Höhenmeter nach unten gut mache, damit ich heute mal nicht auf 3000 irgendwas übernachte und mir den Hintern abfriere, sondern hoffentlich besser schlafe als gestern. Ja, krasse Gegend hier. Ich habe jetzt gerade vor knapp 10 Minuten hier wieder die Baumgrenze erreicht. Also um mich herum sind schon wieder die ersten Bäume. Das ist schön. Da ganz hinten, da komme ich her. Einmal rüber über den Pass. Ja, bin gespannt, wo ich heute schlafe, wie ich heute schlafe, wie weit ich heute noch komme. Jetzt ist 15.22 Uhr. Und habe mir gestern Nacht überlegt, ja, das mit der Idee von Kennedy Meadows nach oder zum Vermilion Valley Resort zu laufen, was so 9 Tage gewesen wären. Das war eine Schnapsidee. So, hier mal ein Video aus dem Zelt, das erste. Heute ist Samstag auf jeden Fall, 4. Juni, wenn ich mich nicht irre. Samstag weiß ich, weil ich heute eine Wochenendhikerin getroffen habe, die mir noch ein paar Nüsse gegeben hat. Bin jetzt also heute über den Forester Pass rüber
Und jetzt so ungefähr 9 Meilen von dem Kearsarge Pass entfernt. Von da aus, also da rüber über dem Pass, noch ein paar Meilen weiter, da ist eine Straße, also so eine Sackgasse. Und da kommen die ganzen Wochenend-Hiker hin. Und da gehe ich morgen auch hin, morgen ist Sonntag, und hoffe, dass mich da morgen dann jemand mitnimmt nach Bishop. Mücken hier. Ja, und dann habe ich vor, von morgen bis Dienstag in Bishop zu bleiben. Also morgen ist der 5. Ankommen in Bishop, 6. Zero, und am 7. Juni geht es dann wieder auf den Trail. Jo. Bisschen abgenommen. Ja, so sieht das hier bei mir aus. Das ist jetzt mein Zelt. Hier schlafe ich immer. Es bietet nicht sehr viel Platz. Ja, aber es ist mein Zelt. Und so sieht das hier um mich herum aus. Handschuhe für die Nacht. Wichtig, Kreditkarten und Kohle. Die habe ich sonst in der Beintasche, aber nachts stört mich das. Schlafbrille. Oropax, die sehen schon leicht mitgenommen aus. Schlafmütze. Also wirklich eine Schlafmütze. Dann, wenn man nachts raus muss, eine Stirnlampe. Meine Uhr, die lädt hier gerade. Andersrum. 19.41 Uhr. Ja, dann habe ich hier noch zweimal Trailbutter. Auch in der Beintasche, aber auch die stören mich, wenn ich schlafe. Ja, mein Elektrobeutel. Da hinten steht der Rucksack. Wasser, meine Schuhe, ja, und hier liege ich dann so. Ja, gute Nacht. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt muss ich gerade selber lachen. Heute ist Sonntag, der 5. Juni. Ist morgens noch. Moment. 9.25 Uhr. Hab super geschlafen, richtig gut. In niedrigerer Höhe, irgendwie unter 3000, irgendwie, ich glaube, knapp unter 3. Bin jetzt vom PCT runter, bin auf dem Kearsarge Pass Trail oder so. Der führt zu diesem Loop, also wo die Wochenendwanderer an ihre Autos parken. Das sind noch 6,5 Meilen. Das ist hier gerade eine richtig schöne Gegend. Das Wetter hat sich ein bisschen verbessert im Gegensatz zu gestern. Also da in den Bergen werde ich trotzdem bald wieder sein, weil ich muss über den Kearsarge Pass rüber. Aber wo ich jetzt bin, das ist krass einfach.
hier so lang zu laufen. Das sieht hier so aus. Ja. Also wenn Sonnenschein wäre, wäre es bestimmt noch mal ein Ticken noch schöner. Aber so, das ist echt atemberaubend. Ich bin jetzt hier auf 3230 Meter Höhe und der See, der liegt hier auch auf 3230 Meter Höhe, vielleicht 3229. Das ist der Bullfrog Lake. Wer da googeln mag, Bullfrog Lake heißt der. Die nächste Stadt hier ist Independence. Da hoffe ich dann irgendwie hinzukommen, und von Independence sind es dann nochmal 40 Meilen nach Bishop. Die laufe ich nicht, sondern da hoffe ich auch irgendwie hintrampen zu können, oder wie man hier sagt, hitchen. Ja, und ich hoffe auch, dass ich heute endlich die Gelegenheit habe, hier mal ein Lebenszeichen von mir in die Welt zu boosten. Und dazu gehört dann auch dieses Video. Also liebe Grüße nach Berlin oder wo auch immer in die Heimat. Jedenfalls um die 9500 Kilometer entfernt. Mir geht's gut. Starte übermorgen hoffentlich wieder, wenn ich 2 Nächte in irgendeinem preiswerten Motel bekomme, auf dem Trail. Wenn ich die nicht bekomme, dann starte ich morgen wieder. Also dann fahre ich nur kurz in die Stadt, versorg mich mit Proviant und lauf dann morgen weiter. Das soll es gewesen sein. Adios! You know, I want a happy wife, I'm not gonna be freaking, you know what I mean? I know you won't quit your job, so no, I'll try to sell the barbershop. I guess the deal is to sell, the barbershop. The scooter business. Okay. So a lot of people rent.